So, in diesem Video schauen wir uns an, wie die Angebotskalkulation in einem Industriebetrieb aussehen kann. Wir schauen uns dazu ein Beispiel an und dieses Beispiel setzt dort an, bei dem Beispiel an, was wir uns für die differenzierte Zuschlagskalkulation angeschaut hatten. Falls Sie es nicht gesehen haben, ist für Sie bloß wichtig zu wissen, dass wir Selbstkosten in Höhe von 6.555 Euro berechnet hatten. Mehr müssen Sie nicht wissen von dem vorigen Beispiel. Und das Beispiel lautet dann eben: Ermitteln Sie für das Erzeugnis der Eronia GmbH den Bruttoverkaufspreis unter Berücksichtigung folgender Angaben. Wir haben den Gewinn- und Wagniszuschlag in Höhe von 15%, wir haben Vertreterprovision in Höhe von 5%, Skonto in Höhe von 3%, Rabatt in Höhe von 10% und Umsatzsteuer in Höhe von 19% standardmäßig. Und wir sollen dann eben den Bruttoverkaufspreis berechnen. Zur Lösung der Aufgabe ziehen wir einfach das Schema heran, was Sie im Skript finden können. Das, was für Sie wichtig ist, woran Sie hierbei immer denken müssen, ist, dass sich der Gewinnzuschlag auf die Selbstkosten bezieht und Provisionen und Skonto beziehen sich auf den Zielverkaufspreis. Das ist ganz wichtig für Sie zu wissen, weil wir hier mit vielen verschiedenen Prozentzahlen agieren und Sie müssen dann eben genau wissen, worauf sich diese Prozent beziehen. Als erstes können wir tragen wir natürlich ein die Selbstkosten, die wir übernehmen aus dem vorherigen Beispiel, 6.555 Euro. So, als erstes können wir daraus dann den vorläufigen Verkaufspreis berechnen, indem wir auf die Selbstkosten den Gewinnzuschlag von 15% draufrechnen. Ich mache das mal in Klammern. Macht dann eben 7.538,25 Euro. Wir wissen jetzt laut Aufgabenstellung, wenn wir da die 15% draufrechnen, haben wir eben hier den vorläufigen Verkaufspreis. Ich war in der Zeile verrutscht, von 7.538,25 Euro. So, das ist ein Komma. Und laut Aufgabenstellung wissen wir jetzt eben, dass wir Provision in Höhe von 5% und Skonto von 3% berücksichtigen müssen. Also Provision von 5%, ich mache das mal ein bisschen hier rüber, weil sich die Prozentzahl auf was anderes bezieht, und Skonto von 3%. Das sind zusammen 8% und wir wissen, das bezieht sich auf den Zielverkaufspreis. Das heißt, unser vorläufiger Verkaufspreis, den wir bis jetzt errechnet haben, das hier, das können dann nur 92% vom Zielverkaufspreis sein. Und dann ist es ganz einfach, auf den Zielverkaufspreis zu kommen. Dann können wir nämlich einfach den vorläufigen Verkaufspreis durch 0,92 teilen und erhalten dann eben den Zielverkaufspreis. Warum? Weil wir wissen ja, wenn das hier x ist und wenn das hier y ist, dann ist ja 0,92 mal y ist gleich x. So, und x wissen wir schon, also wo wollen wir y haben und dann müssen wir eben x durch 0,92 teilen. Deswegen teilen wir durch 0,92. Kurze Zwischenrechnung wegradieren. Und wenn wir das durch 0,92 teilen, erhalten wir als Zielverkaufspreis, hier schreibe ich dann die 100% hin, 8.193,75 Euro. So. Die Provision sind 5% davon, macht dann 409,69 Euro und das Skonto sind 3% davon, macht 245,81 Euro. Als Zwischensumme können wir dann noch den Barverkaufspreis in Höhe von 7.947,94 Euro eintragen. Das ist einfach, wenn wir auf den vorläufigen Verkaufspreis die Vertreterprovision draufschlagen.
Und ja, wichtig ist hier der Zielverkaufspreis, den haben wir jetzt hier stehen. Als nächstes ist der Rabatt dran und der Rabatt bezieht sich auf den Listenverkaufspreis bzw. den Nettoverkaufspreis. Wir wissen, dass der Rabatt 10% ausmacht vom Nettoverkaufspreis, vom Listenverkaufspreis. Dann muss der Zielverkaufspreis eben 90% sein davon. Und um dann eben auf den Listenverkaufspreis zu kommen, teilen wir diesen Betrag hier durch 0,9, also durch 90%. Genau der gleiche Grund, warum wir eben durch 0,92 geteilt haben. Also hier diese 8.193,75 durch 0,9 und erhalten dann eben als Listenverkaufspreis 9.104,17 € und 10% davon sind eben 910,42 €. Und da der Listenverkaufspreis auch gleichzeitig der Nettoverkaufspreis ist, müssen wir da jetzt noch die 19% Mehrwertsteuer draufschlagen. Diese 19%, das sind eben 1.729,79 €. Macht zusammen einen Bruttoverkaufspreis in Höhe von 10.833,96 €. Das ist der Bruttoverkaufspreis, den wir gesucht haben. Und wir haben quasi hier vorwärts das kalkuliert, ausgehend von den Selbstkosten. Das war's.